herzlich willkommen im Museum König zu Hause. Ich bin André und erzähle euch heute etwas über unsere Giraffen. Denn unsere Giraffen sind etwas ganz Besonderes. Die haben nämlich eine spezielle Geschichte. Die größere der beiden Giraffen, die steht, hat nämlich auch den Beinamen Bundesgiraffe bekommen. Das liegt daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Parlamentarische Rat bei uns hier im Museum König feierlich eröffnet wurde, die ganzen großen Tiere in die Seitengänge verfrachtet werden mussten. Die Giraffe war allerdings zu hoch dafür und man wollte sie nicht kippen, das hätte sie vielleicht zerstört. Und aus diesem Grund stand am nächsten Tag in der Zeitung, die ja, Zeitungsente, Fake News würde man heute sagen, dass die Giraffe über den Vorhang geschaut hätte und diesem ganzen Event beigewohnt hätte. Das stimmt allerdings nicht, denn wenn man historische Fotos sieht von damals, dann erkennt man, dass die Seitenwände, Gänge mit Vorhängen verhangen waren und ein Vorhang stand weiter vor, der war höher und dahinter war die Giraffe letztendlich auch voll versteckt. Giraffen sind natürlich ganz besondere Tiere, weil sie so extrem hoch und lang sind, können sie als einzige eigentlich in den Bäumen nach Nahrung suchen und dafür haben sie einen sehr, sehr langen Hals. Interessant ist dabei, dass die Giraffen aber in ihrem Hals genauso viele Halswirbel haben wie wir auch, nämlich nur 7 Stück. Dafür sind diese aber sehr, sehr groß, bis zu 40 cm lang. Und gleichzeitig ist das Herz der Giraffen sehr leistungsfähig, damit sie überhaupt das Blut in den Kopf pumpen können, damit das dann mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgt wird. Das war's zur Giraffe. Ich wünsche euch noch viel Spaß und beim nächsten Mal erzählt uns Lisa etwas über unser Nashorn.